Willkommen zurück, Leute, zu Ni no Kuni 2. Wir sollen eigentlich nach Schloss Katzbucke, haben das letzte Mal aber angefangen, eine Ruine zu erkunden. Und nun will ich dieses Monster hier erledigen, ne? Sehen wir mal, ob wir es damit aufnehmen können. Ich hoffe doch sehr. Wagen wir den Versuch. Und er hat jetzt irgendwie 3 Level mehr, super. Egal, was soll's. Bei dem Niveau ist das wahrscheinlich eh schon relativ... Okay, alles klar. Schon mal gleich so eine Flammensäule rein. Okay. Gib mir erstmal ein paar MP. Also es ist ein Oink, alles klar. Unglaublicher Oink. Ja, mal sehen, wie anstrengend der Kampf wird. Nimm mal Angriffsboost. Nein, oh Gott. Oh, da ist er auf mich zugestürmt. Ja, da macht er eigentlich ganz gut was aus, ne? Der Angriffsbooster. Oh nein. Komm schon. Ich will dich aufhalten können. Das geht doch manchmal. In dem Fall leider nicht. Ach, schade. Ach, Engelstränen und so weiter werden beschränkt in einem Kampf? Ernsthaft? Ach du meine Güte. Ich hatte eigentlich mehr. Das ist nicht so schön. Oh, hey, cool. Wow, das war super. Oh lol, das hat ihn dabei getroffen. Ich glaube, wir machen eh so wenig Schaden, dass es fast sinnlos ist, mit starken Angriffen zu kommen. Danke. Dann will man gerade die Knuffis aktivieren. Dann macht er diesen Move. Knuffis, ich glaube, das hat überhaupt nichts gebracht. Oh Gott. Ja, ich glaube, es lohnt sich gar nicht großartig zu heilen. Der macht eh viel zu viel Schaden. Er macht ja immer direkt mehrere tausend, ohne Probleme. Also wozu eigentlich, ne? Macht der Angriffsboost wirklich so viel? Ja, aber da haben wir immer konstant 100 gemacht. Renn weg. Die anderen halten ja auch Abstand, ist ganz witzig. Die wissen das schon. So blöd ist die KI da doch nicht. Ach du meine Güte. Da hat er ihn erwischt. Rennen wir bitte nicht so hinterher. Ich will da ein bisschen Abstand zueinander haben jeweils. Natürlich, die Knuffis kann ich jetzt auch gerade nicht aktivieren. Ach du meine Güte. Oh oh. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Na komm, komm her. Oh nein. Okay, ich gehe nochmal weg. Oh, natürlich sind jetzt wieder die Knuffis hier. Die hat's natürlich mal wieder erwischt. Wäre ja auch zu schön, wenn es anders wäre. Aber das Schöne ist, er fokussiert sich immer sehr auf mich. Also man kann durchaus die anderen sehr viel machen lassen. Ich weiß immer nicht, wie lange mein Nahkampfboost hält. Das ist auch so ein Problem. Das wüsste ich mal gerne. Ja, ich lass mal nicht mehr. Das wäre zu viel des Guten. Ja, natürlich, die Knuffis alle wieder tot. Wow, wow, wow. Vorsicht. Ja, endlich wieder, okay. Aber man hat gesehen, die machen, glaube ich, schon sehr viel, oder? Wie viel Schaden ist das? Oh. Jetzt ist er natürlich rausgerannt, danke. Es ist ein unglaublich nerviger Typ, auf jeden Fall, das ist klar. Ach so. Das funktioniert also auch gegen ihn, wenn er auflädt, okay. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Daran kann man natürlich arbeiten. Okay, das funktioniert aber nicht immer. Oh Gott. Warte. Oh, hey, das hat auch so geklappt. Sehr gut. Dann immer kräftig drauf. Wir müssen das ausnutzen. Oh, 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 Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und weg, 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 weg. In dem Fall schaffen wir es, glaube ich, nicht. Macht aber auch nichts. Na, komm her. Komm her. Probier dein Glück. Oh, das hat wieder funktioniert. Sehr gut. Aber immer nur sehr kurz. Nein, nein, nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Nie auf einen Fleck, bitte. Sonst sterben vielleicht noch 2 auf einmal. Oh. Oh, das ist sehr gut. Weiß nur noch nicht genau, wie ich es ausnutzen sollte. Wobei
Wobei Schattenschuss ist eigentlich schon eine sehr gute Sache, ne? Okay, ich dachte, das macht ein bisschen mehr. Egal. Macht nichts. Wir können dafür jetzt mal wieder alle aktivieren. Hier, ich gebe Even mal ein paar MP. Ich glaube, das ist sinnvoll. Oh. Ach du meine Güte. Wie einfach ausrastet der Typ. Wow, wie zum Geier ist das daneben gegangen? Naja, ich hinterfrag's mal nicht. Ich bin eher froh, dass es daneben gegangen ist. Ach du meine Güte. Er ist jedenfalls unfassbar robust, dieser Typ. Ich meine, wir haben ihm noch nicht mal die Hälfte abgezogen und der Kampf läuft schon eine verdammte Weile. Oh Gott, er hat wieder zwei auf einmal erwischt. Ja, ich will lieber zu jemand anderem wechseln, das wäre gar nicht mal so schlecht. Aber uns gehen allmählich die Wiederbelebungsmittel aus. Du nimm mal das Weißengeheimnis. Mache ich zwar normal nicht so, aber... Oh, das macht gut Schaden. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wow. So viel dann dazu wieder, super. Schnell weg hier. Ja, aber das hier geht ganz gut. Das sind immerhin fast 1000 Punkte. Damit kann man schon ihr arbeiten. Ach du meine Güte, war das knapp. Oh mein Gott. Ach, er ist vergiftet, sehe ich gerade, ne? Das ist auch nicht schlecht. Okay, hat schon wieder zwei erwischt, danke. Allmählich gehen uns die Ressourcen aus. Oh Gott, oh Gott. Aber wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann lasse ich den Kampf, glaube ich, erstmal und komme irgendwann später zurück, weil eigentlich sind wir weit davon entfernt, den machen zu sollen. Er ist nur ein bisschen träge, deswegen geht's einigermaßen. Oh. Aber Even macht halt unfassbar wenig Schaden. Ich kann allerdings die Möglichkeit nutzen, um halt mal zumindest Zauber aufzuladen, ne? Und dann kann man auch ganz gut nochmal hin. Das klappt dann doch mal. Ich glaube, das ist auch so das, was man hauptsächlich tun sollte. Und nochmal kurz Knuffis. Genau, also das hier sind... Wow, wenn er am Boden liegt, macht das auch richtig viel Schaden. Ich muss nur entsprechend MP auffüllen. Dann geht's ja einigermaßen. So, dann lassen wir uns mal kurz Zeit, bis er den nächsten Move raushaut. Danach kann ich wieder das Teil draufschleudern. Aber er scheint immer noch vergiftet zu sein. Das macht er einiges. Rafft ihn vielleicht so allmählich dahin, wer weiß. Lad mal wieder auf, Typ. Lad mal wieder auf, wo? Nicht das hier, bitte. Vor allem hier immer meine Knuffis erledigt nebenbei. Na komm schon. Nur den Spezialmove mal wieder. Nee, den will der jetzt gar nicht mehr raushauen. Doch jetzt. Oh oh. Aber leider hat das noch nicht so ganz gepasst. Oh Mann, meine Knuffis. Dieser Typ. Hör auf, meine Knuffis kaputt zu machen. Das nervt mich allmählich ganz schön. Wow. Komm schon, Knuffis. Wow. Oh nein. Okay, Leute. Zwei Wiederbelebungs-Items noch. Oh oh. Nicht gut. Komm schon. Okay, er lädt wieder auf. Ah, sehr gut. Wir haben ihn tatsächlich erwischt. Oh. Ich wollte eigentlich gerade wieder zurückrennen, aber... Alles in Ordnung. Okay. Na, willst du... Oh, 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 eine Goldkugel. Sehr gut. Nein, 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 nicht gut. Hau die Flammenwirbel raus. Solange wir unbegrenzt Flammenwirbel haben, ist das eine sehr gute Idee. Das scheint sogar eine ganze Menge zu machen, wenn ich mir das so angucke. Maximal einer noch, aber das hat sich dann wenigstens auch gelohnt. Und vielleicht noch eine Drohne. Okay. Naja, ich meine, zwei Drittel in etwa haben wir.
behaupten, das geht so. Könnte auch mehr sein, aber... Nein. Moment. Und nee, er macht... Wartet mal. So, ich glaube, so reicht das erstmal. Dann nichts wie zurück. Boah, das hat aber schon einen unglaublichen Radius. Aber es geht auf jeden Fall. Man kann damit umgehen. Okay. Ich glaube, bei ihr ist es sogar am besten, ich gehe einfach komplett auf Distanz, wenn ich immer mal ein paar MP habe mit dem Fernangriffsboost vielleicht. Sehen wir mal, ob sich das lohnt. Ja, es geht eigentlich. Das kann man durchaus machen. Ist jetzt nicht so abwegig. Ja, dann schieß raus. Das geht ja wirklich einigermaßen klar mit dem Angriffsboost eben. Oh nein, 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 nein. Glücklicherweise ist er ausgewichen. Oh nein. Schnell, 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 da muss man sofort nachrücken. Muss jetzt allerdings noch vorsichtiger spielen, weil das ist das Letzte gewesen. Das heißt, danach haben wir nichts mehr. Und er hat sogar das mit draufgehauen. Nicht schlecht. Aber leider sieht es danach relativ übel aus. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gott. Kurz davor hat er gestoppt. Dieser Typ, ne? Wie tödlich der einfach ist. Unglaublich. Oh mein Gott. Hör schon auf damit. Wir machen so unglaublich wenig Schaden. Okay. Schnell drauf. Und nicht sie weg. Gut, okay, alles klar. So macht man das dann halt meistens. Komm schon, Knuffis. Schnell. Weil die machen auch gut Schaden, wenn sie treffen. Ja, ihr seht's ja. Das ist viel. Und dafür, dass ich die einfach mal so ganz nebenbei aktiviere quasi. Jetzt rennt er wieder hin und hier. Nein, 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 er hat zwei auf einmal erwischt. Nein. Okay, jetzt habe ich keine andere Chance mehr. Jetzt bin ich auf mich allein gestellt auch noch. Habe ich hier eigentlich noch irgendwas? Das hätte ich vielleicht auch mal machen können. Mach mal die Chance auf kritische Treffer hoch. Warum nicht? Und ansonsten noch ein Minzaroma, dass ich ein paar MP jetzt wenigstens habe. Na komm schon. Nicht das hier machen, bitte. Aber wenn du irgendwas auflädst... Ja, das lässt ihn manchmal auch... Da landet er dann am Boden. Aber alleine jetzt den Rest abzuziehen, klingt ziemlich utopisch. Nein! Das war's, ja. Oh Mann, ey. So kurz davor eigentlich. Ich habe ihm echt viel abgezogen, aber... Das sollte noch nicht so ganz sein. Gib den Ganzen mal 5 bis 10 Level und dann ist der Typ wahrscheinlich ganz gut machbar. Und selbst dann dauert der Kampf wahrscheinlich noch lang, schätze ich. Oh gut, fast eine Viertelstunde eigentlich dafür draufgegangen, dass im Prinzip nichts passiert ist, aber... Ja, ich meine Level 58, guckt ihr euch an, das sind 17 Stufen Unterschied, also bitte. Aber ich wollte es mal probieren und das war ganz interessant. Ich meine, wir sind sehr weit gekommen, das auf jeden Fall. Aber ist halt doch nochmal eine andere Liga. Komisch, sind die jetzt irgendwie alle auf einmal vom Niveau hier drin nochmal höher? Kommt mir irgendwie so vor, merkwürdig. Naja, was soll's. Wir gehen raus und kümmern uns um die Story. Das klingt doch erstmal vernünftig und später kommen wir wieder rein. Aber der Typ hat ja irgendwie auch mehr Level, ist mir ja aufgefallen. Also davor war, glaube ich, Level 55, oder? Oder habe ich mir das jetzt nur eingebildet? Kann auch sein. Ach, ist ja auch egal. Gehen wir jedenfalls weiter. Den Blitzdrago da drin hatten wir ja erledigt, weil ich da gerade schon wieder einen in der Ferne sehe. Und da unten ist gerade eine Schatzkiste zu sehen. Die nehmen wir natürlich auch noch mit, ist klar. Und ansonsten können wir danach Minapolis einfach mal so betreten. Minapolis sage ich. Katzbuckel natürlich. Meine Güte. Okay. So funktioniert das Ganze. Nichts wie rein. Na, da wären wir. Diesmal gar nicht mehr mit Verkleidung.
Und ich würde sagen, wir brechen auch direkt zum Schloss auf. Quasi in die Mausfalle gehen wir jetzt rein. War ja eigentlich alles ganz offensichtlich so. Aber mal sehen, was sich da so alles ergibt. Ich meine, vielleicht alleine mit den Tagebucheinträgen könnte ich mir vorstellen, dass sich der Dämonenhauch lösen lassen würde oder so. Oi. Was habt ihr hier zu suchen? Was zum Even? Seid ihr das? Oh, moi. Ich bitte vielmals um Vergebung. Seine Majestät Rator Leon hat Anweisungen gegeben, den jungen Herrn bei seiner Ankunft umgehend ins Schloss zu geleiten. Seine Majestät befindet sich im Thronsaal. Mhm. Ich kenne den Weg, du musst uns nicht begleiten. Oh. Sehr wohl, junger Herr. Hui. Und sogar hier so ganz nett gemacht. Schöne Kamerafahrt ein bisschen. Na gut, wieder zurück. Es kommt mir so vor, als wäre ich schon eine Ewigkeit nicht mehr hier gewesen. Ui. Ist auch so. Aber werd jetzt nicht sentimental, Even. Du musst bei Rator Leon Kante zeigen. Das Abkommen schließt sich ja nicht von selbst. Oh ja. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal als Herrscher eines anderen Landes Katzbuckel einen Besuch abstatte. Na gut, okay. Dann bin ich doch mal sehr gespannt. Ich meine, das wird sowieso irgendwo eskalieren, das ist klar. Prost raus, Even, zeig ihnen, wie sehr du in dieser Zeit an deinen Herausforderungen gewachsen bist. Alles klar. Ich geht die Pumpe, Mann, ich sag dir, stell besser schon mal eine Trage für einen unmächtigen Wächter oder was. Oh Mann, ey. Ich wünschte wirklich, diese Dialoge würden da unten länger eingeblendet werden. Vor allem mit Patch 1.02 hieß es, ja, okay, die sind jetzt länger eingeblendet. Ja, wie lange denn? Ein paar Millisekunden oder was? Also, das ist einfach unglaublich. Man kommt einfach nie dazu, die Dinger ganz zu lesen. Nur wenn die Sätze sehr, sehr, sehr kurz sind. Dann geht's mal. Oh Mann, ey. Einfach nur nicht gut gemacht. Greetings. Lang nicht gesehen, Even. Und du, Roland, da habt ihr ja ganz schön was ausgeheckt. Dabei hättet ihr doch einfach nur um eine Audienz bitten müssen. Ich nehme an, ihr habt das königliche Siegel bei euch. Nicht so hastig, du bekommst dein Siegel schon noch. Excuse me? Rator Leon, hör mir zu, ich muss mit dir sprechen, von König zu König. Ha! Von König zu König, du bist ja wirklich ein Stehaufmännchen. Ein Land verloren und schon ein neues aufgebaut. Ein Land, in dem jeder glücklich werden kann, so wie ich es Mina versprochen habe. Und jetzt läufst du mit Aldabans Abkommen herum und biederst dich bei anderen Ländern an. Nun gut, mit einem winzigen Fleck von einem Königreich bleibt dir auch nichts anderes übrig. Du irrst, Aldabans Abkommen ist... Majestät schenkt diesem Gesindel nicht länger Gehör. Dieses anmaßende Gerede von Bündnissen gibt es zu, wie schon Leopold will zu seiner Majestät auch nur benutzen, um die Maus zu unterdrücken. Deine wahren Absichten wurden längst durchschaut. König Rator Leon würde niemals auf so einen törichten Trick hereinfallen. Even, eine Allianz zwischen uns beiden wird es nicht geben. Zwischen den Maus und den Miets kann niemals Frieden herrschen. King Mausinger, please, we have to stop this before it's too late. I see now why you overthrew me. So much has happened between our two kinds. But we can't let it go on. We have to bring the hatred between our peoples to an end. And what would you know of hatred, boy? Of the taste of shame, of the humiliation of servitude? The line of the Tildrums ends here, today, at my hand. Oh, how long I have waited for this. Rator Leon von der rechten Hand zur linken Ratte. Kingdom will never be yours. Never! Netter Titel. Wow, unser nächster Boss ist eher direkt. Das kommt auch überraschend. Wow. Naja, mal sehen, wie er sich so schlägt. Jedenfalls macht er massiv viel Schaden, aber es geht noch.
Der Boss vorhin hat mich ein bisschen abgehärtet. Oh oh. Schnell. Das ist nicht so gut gewesen. Er ist anscheinend jemand, der ganz gerne mal ein paar Kombos aufstellt, ja? Das war ganz schön knapp sogar. Wir haben halt sehr wenig Platz hier leider. Wow. Autsch. Meine Güte. Mit seinen coolen Teleports denkt er gewinnt hier die Oberhand. Aber ich kann ausweichen. Ach du meine Güte, ist das hier eine Schlacht. Was brennen sollst du, sagt er. Ach du meine Güte. Ach so. Ach, das ist ja witzig gemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Moment. Ich renne gerade in die falsche Richtung, sehe ich gerade. Passiert. Verdammt. Wow. Ganz schön gemein. Ach so. Jetzt kann man zu ihm durchbrechen. Ah, wunderbar. Oh oh, nein, nicht gut. Oh Mann, wie er unten immer seinen Dialog fortführt. Aber ich fürchte, das wird hier nichts mehr, Evan. Was macht er denn? Ach so, wenn er seine Combo vorbereitet, dann braucht er immer so lange, alles klar. Wow. Vorsicht. Ach, hau mal eine Goldperle raus, warum nicht? Einmal kann man sich den Luxus leisten in so einem entscheidenden Kampf. Aber ist interessant zumindest. Ist ganz gut gemacht an und für sich. Aber geht eigentlich voll und ganz klar, muss man sagen. Wenn er einen nicht gerade kombot, macht der Typ gar nicht mal so extrem viel Schaden. Ich wollte eigentlich mal ganz gerne sowas hier raushauen. Ja, das macht auch gut Schaden. Na? Und nochmal drauf. Wir haben ihn auch gleich. Lang macht's ja auch nicht mehr. Oh. Ja, wir haben ihn gleich. Ach nee, nicht schon wieder der Schmarrn. Aber da kommt mir gerade. Ist wirklich so, wenn man drumherum geht, dann passiert einem nichts, oder? Ach nee, im Schild drin kriegt man auch Schaden. War also doch nicht so klug, da reinzurennen. Ja, aber irgendwie kriegt man immer irgendwas ab. Ja, wahrscheinlich, weil man zusätzlich noch mit Ausweichen irgendwas machen muss. Aber das ist, glaube ich, was sie danach anschwächt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, nach dem Move kannst du eh nichts mehr machen. Oh, okay. Das ist ziemlich gemein. Nee, jetzt ist er aktiv. Vorhin. Okay, alles klar. Ja, das gibt's doch jetzt nicht. Meine Güte. Mach mich nur fertig. Unfassbar. Das meinte, er muss hier nochmal ein bisschen ausrasten. Danke. Hat doch nicht mehr viel gefehlt. Humiliated by two generations of the same accursed line. Damn you, Tildrum. And all your kind. We don't have to do this, Mausinger. I didn't come here to fight you. I don't want to fight you. Come, your majesty. You cannot simply bow to defeat. If you do not destroy these worms, our people will never be safe. They will never be free. Free? Yes. We must be free. But not like this. Don't listen to him. Every last Grimalkin must die! Come, Oakenheart, come to me!
My Gingsbun! Who are you? I had thought this tedium would never end. At last it is done, Master! Vermeen! I hope you can forgive me, Your Majesty. Even I must confess to feeling some small pang of guilt at having encouraged you to slay your dearest friend and patron. But you should not have so readily taken my word over King Leonard's. Those who claim that blood runs thicker than water grossly overstate the case, my beloved fellow mouse. No! In truth, your precious king was too nauseatingly good-natured to betray you, to contemplate anything so base as manipulating you into keeping our kind in check. And more fool him, as you are so very easy to manipulate. Vermeen, how could you? How could I betray my master? How could you be so foolish as to ask such a question? And now, Lord Dolorin, I have fulfilled my part of the bargain. My price was the kingdom, if you recall. I hereby claim it. Yes, of course. You must be rewarded for your faithful service. Ha! What? Dolorin, what have you done to him? I have repaid the debt of a traitor, and not a moment too soon. This accursed kingdom, not only was its ruler too pure-hearted to succumb to my corruption, even his closest aide proved immune to my advances. In the end, I was forced to settle for this contemptible worm. I have wasted so much precious time. But at last, my plan is complete. What a pity you will not be present to witness its glorious fruition! Oakenheart, has it really come to this? Wait! You needn't do this alone. We'll fight him together. Na, zusammen mit Ratolion. Hui, wo sind wir denn jetzt? Ein Waldgebiet diesmal. Belgrasin, Macht der Schöpfung. Let's go to work. Ach du meine Güte. Das ist ziemlich hochstufig. Was sollen die nervigen Blümchen? Greif sie direkt an, lass sie nicht von den Pollen erwischen. Ja, ja, ist in Ordnung, das kriege ich hin. Gibt's da noch mehr davon? Ah ja, ein Wächter-Kufi. Ach du meine Güte, gibt's da viele von diesen komischen Blumen. Was? Was war das denn jetzt? Alles klar. Ich glaube, das macht ein bisschen sehr viel Schaden, wenn man Pech hat. Wow. Spiel! Was droppst du die Frames so hart? Das ist nicht gerade lustig. Jetzt hat sich's irgendwie eingegliedert wieder. Alles klar. Gute Musik übrigens, so ganz nebenbei. Meine Güte. Ach so, Ratolion kümmert sich auch ganz gut darum. Ich sehe schon. Danke, Knuffis, dass ihr genau jetzt wieder verschwinden müsst.
Wächter Gnuffi, sehr gut. Mal gucken, ob das irgendwas... Ah, okay, sehr gut. Ach so, das geht so einfach um uns rum, das ist sehr gut. Und man macht anscheinend auch ganz ordentlich Schaden, das geht auch so eigentlich ganz gut klar. Wir müssen auf jeden Fall da drauf, nach wie vor. Jetzt hat er einen anderen Schwachpunkt, alles klar. Und anscheinend ist er nicht so gelenkig auch. Macht nicht so viel Ärger. Oh, aber damit kann er mächtig viel Schaden machen. Aber das kriegen wir schon alles hin, denke ich. Auch wenn wir ein bisschen wenig Ressourcen gerade haben, aber... Mal sehen. Warum mache ich das hier eigentlich nicht? Okay, es hat wieder gewechselt, alles klar. Ich hoffe nur, es passiert mal irgendwas, wo wir dann so richtig viel abziehen können. Oh, ich habe sie gerade noch aktiviert, das war gut. Ach so, sammelt gerade Kraft für einen Angriff. Ach so, wir sollen zu ihm rüber. Irgendwie ganz witzig, dass er uns jetzt beschützen will hier. Moment. Warte mal, muss ich einfach hier drinnen bleiben, oder? Ach so, nee, es reicht auf jeden Fall so. Ah, okay. Ach du meine Güte, was ist das denn jetzt? Ich sehe gar nichts mehr. Und irgendwie, weiß ich nicht, was das in diesem Kampf speziell ist, aber das Frame-Dropping geht mir ganz schön auf die Nerven. Das hatten wir eigentlich umsonst keiner im Kampf. Aber wir arbeiten uns da ganz gut durch, ich sehe schon. Ja, das war doch ordentlich, da kann man nicht meckern, würde ich sagen. Ja, irgendwie geht hier einfach zu viel ab, ich weiß auch nicht. Zu viel auf einmal oder was, keine Ahnung, was das ist. Ach, ich bin vergiftet, na super. Hier sind sehr viele Wächterknuffis übrigens. Ach nein, ich bin jetzt verwirrt. Oh nein. Ein Desaster nach dem anderen. Nimm die Verwirrung raus. Da haben wir doch bestimmt was, oder? Was braucht man dafür? Ah ja. Verwirrter Freund zur Besinnung. Meine Güte. Besinnung eher nicht so. Okay, alles klar. Ja, das hier ist es. Der Angriff hier haut irgendwie alles runter. Das ist nicht schön anzusehen, absolut nicht. Furchtbar! Das geht ja mal gar nicht klar. Was um alles in der Welt? Ja, ne? Nett. So gefühlte 5 FPS läuft auf jeden Fall. Das erwartet man nicht, wenn sonst das Spiel eigentlich so weit flüssig läuft. Aber da haben sie es, glaube ich, effekttechnisch ein bisschen übertrieben, auf die Spitze getrieben oder keine Ahnung. Müssen da mal gar durchkommen, das kann doch nicht wahr sein. Brech durch, Even. Das schaffen wir. Er ist aber auch unglaublich robust, was das betrifft. Kann man ihn gar nicht so toll bestaunen überhaupt. Jetzt kommt er wieder mit einem starken Angriff, ich sehe schon. Ja, aber Rato Leon kommt auch wieder mit seinem Schutzschild dazu. Also sollte das schon passen. Wo ist er denn jetzt? Oh Gott, da drüben. Das wird gleich wieder die FPS weiter droppen, ich sehe schon, wenn er den Angriff raushaut. Das war wieder so klar. Also sorry Leute, aber... Da kann mein Rechner, glaube ich, auch nicht viel dazu. Liegt der ja am Spiel. Frag mich nur, wie es dann bei der PS4-Version aussieht. Hier gibt es garantiert auch viele Drops in dem Kampf. Würde mich wundern, wenn es anders wäre.
Oder es ist einfach nicht so gut geportet mit den Effekten. Das kann natürlich gut sein. Dann würde es wirklich hier nur den PC so treffen. Ja, jetzt hast du auf einmal wieder total flüssig alles. Und jetzt ist es wieder eingedroppt. Ganz komisch. Eigentlich fehlt ja nicht mehr so viel. Ach nö, jetzt hat er mich wieder vergiftet. Aber wir haben ihn doch gleich, komm schon. Boah, das gibt's doch nicht. Der bewegt sich so unglaublich viel. Manchmal, oh. Macht aber gar nichts. Dann eben mit Susi. Was soll's. Oh, das war's anscheinend auch, okay. Ja, eigentlich bisher sogar so ziemlich der simpelste Bosskampf, weil man wirklich nur auf den Schwachpunkt gehen muss. Das gab auch sonst nichts großartig zu beachten. Und die FPS haben gedroppt. Oh, das haben sie. Furchtbar. Das war noch nie so schlimm. Aber okay. No. Das ist das Ende von Katzbuckel. Es ist durch meine Hände. Mein Wächterband wurde mir auch geraubt. Ich hatte wohl nie das Zeug zum König. Even, du hast das Recht, meinem Leben ein Ende zu bereiten. Ich habe schließlich deinen Vater auf dem Gewissen. Ratoleon, lassen wir es einfach gut sein. Es ist Zeit für einen Neubeginn in diesem Land. Solange alle gemeinsam darauf hinarbeiten, gibt es Hoffnung. Vater hat immer an dich geglaubt. Tja, das hat er in der Tat. It says. He believed in me. And I. What have I done? Mausinger. My dearest friend. Your Majesty, I... Be still, Mausinger. I forgive you. Our two kinds have borne each other ill will since time immemorial. The rift between us could not be healed so easily. It was a distance that could only ever be closed one step at a time. But close it shall. One day, we will stand together, hand in hand at last, all thoughts of oppression consigned to history. And you, Mausinger, you will bring this about. But, Your Majesty, why would you... Why would you trust in one who had failed you so utterly? I always trusted you, old friend, and I always will. You see far, further than I ever could. You are a maker of plans, a doer of deeds, a true ruler. Yet there remains in you a lingering shadow of doubt. Doubt in others, born of doubt in yourself. A king must learn to trust his own judgment. A king? You mean that you still think me worthy? Who better to rule over the realm I love than one who loves it just as fiercely? If it please you. Your Majesty. It does. And now, I must be on my way. When next we meet, I would have you tell me the tale of a kingdom made great by its wise and benevolent ruler. Yes, Your Majesty.
Farewell, Mausinger. I leave Ding Dong Dell in your hands. Do not fail me. Become a true king. What? I will not fail you, old friend. King Mausinger, I humbly propose that a pact be made between our realms. It is what your father would have wanted, for our two kingdoms to stand as one. And so it shall be. Thank you, Your Majesty. Let us work together to make a better, more peaceful world. You have come far, son of Leonard. I will gladly stand beside you, and I will make Ding Dong Dell a kingdom where all races can stand beside one another. The enmity of generations will divide us no longer. I salute you, Evan, Lord of Evermore. Alles klar, gut, da wären wir nun also. Es ist viel passiert. Und die Folge ist ganz schön lang geworden. Ach du meine Güte. Ich glaube, ich kann gerade gar nicht rausgehen zum Speichern, oder? Geht das doch? Denn ich würde hier ganz gerne erstmal Schluss machen, dass wir beim nächsten Mal quasi weitermachen. Werde ich wohl auch so machen. Trotz allem, dann geht das hier weiter. Wir werden das Abkommen direkt schließen, beim nächsten Part zu Beginn. Und dann sehen wir mal, was auf uns zukommt. Insofern natürlich vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Ni no Kuni 2.